neue Action. Hey, so in Hollywood hier, oder was? Ja, ich bin in Action, meine Lieben. Also, das ist ja ein Hokkaido-Kürbis, kennen wir alle. Und aus dem Hokkaido-Kürbis mache ich einen Orangenkürbis, ja, mit einem schönen Fisch gebraten. Also wirklich wieder einfach. Blitzrezepte, also rucki-zucki und ohne große Action. So funktioniert es. Okay, also bei dem Hokkaido-Kürbis, klar, ist so, der muss nur gewaschen werden, nicht geschält werden. Ich finde es einfach toll, weil man sich das Schälen spart. Aber was noch viel wichtiger ist, ist beim Hokkaido-Kürbis, dass er einfach wirklich sensationell gut schmeckt. So, und der wird in Würfel geschnitten. So. Und die Zubereitung, ich sage euch das gleich, ja, die ist spannend. So, Kürbis ist klein geschnitten, dann kommt in einen Topf, meine Lieben, etwas Bio-Orange oder Orangenschale. Und auch bei der Bio-Orange, sagt es jedes Mal, auch bei Kochkursen, die muss gewaschen werden, sonst funktioniert es nicht. Dann frischen Ingwer. Machen wir nehmen die größte Raspel hier. So, Orangenschale, Ingwer und natürlich jetzt den Orangensaft, ja, von frischen Orangen. So, einmal Sieb drauf. Und jetzt gleich mal hier, zack, Full Power, weil den Saft, den will ich einkochen lassen. Richtig viel Saft dazu. Ja, getroffen. Warte mal. Noch mal ein bisschen was. So. Ja. Jetzt das Ganze so lange einköcheln lassen, bis man so, ja, ich würde mal sagen, so einen dickflüssigen Sirup erhält. Und dazu kommt ein Schlückchen Puderzucker rein. Und zu dem Puderzucker gern noch ein bisschen Kurkuma. Und wenn man keinen Kurkuma hat, dann kann man auch gut und gern nur Chilisauce nehmen. So, und die Chilisauce, lieber Herr Kameramann, schau mal in mein Buch. Hier. Da ist die Chilisauce drin. Also selbstgemachte, leckere Chilisauce, die ist wichtig. Dann kommt der Kürbis hier rein. Und dann lässt man das Ganze schön in Ruhe mit einem kleinen Stückchen Butter garen. Okay? Also, so schaut's aus. Ein bisschen dauert es. Schön gemütlich schmoren lassen. Und last but not least kommt eine Prise Salz noch dazu. Blitzrezepte. Es muss ja schnell gehen. Jetzt habe ich hier ein schönes Zanderfilet. Ja, das könnte jetzt auch Lachsfilet sein oder eine Forelle. Die Haut etwas einschneiden mit einem scharfen Messer. Und dann? Hey, Bernd, bleib mal ruhig. Ja, Blitzrezept. So, und dann das Ganze einwickeln, Fisch in die heiße Pfanne und jetzt etwas brutzeln lassen. Ja, ein bisschen Meersalz noch dazu. Und jetzt schaut mal her. Also, einmal hier das Gemüse, dauert ein paar Minütchen. Der Fisch dauert auch ein paar Minuten. Hex, hex, bin gleich wieder da. Okay. Das schaut gut aus. Den Fisch jetzt einmal wenden. So, Temperatur zurückdrehen, kleines Stückchen Butter rein und dann Tüte auf. Ja, komm, das stellen wir uns jetzt vor, das wäre Zeitlupe. Also, so ein Quatsch machen wir gar nicht. Ja, Zeitlupe, wer braucht schon Zeitlupe? Pistazien rein und in der Butter die Pistazien ein bisschen anbrutzeln, ja, vielleicht noch ein Stückchen Puderzucker dazu, dass sie ja, so einen feinen Karamellton kriegen. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Das sind einfach mal Blitzrezepte, wo ich sage, hey, das geht schnell, das schmeckt gut und ist was Besonderes. Und nochmal, weiß ich, habe ich es gesagt? Der Zander ist Platz halten, ja, geht auch jeder andere Fisch auch. Einen schönen Teller. Und jetzt angerichtet. Herr Kameramann, ja. Fokus! Ja, Vollgas hier. Ja, Vollgas.
Könntest du mal nebenbei erwähnen, dass das brutal lecker ausschaut? Ja, das werden wir uns also ausschauen, ja. Ausschauen, ja. Danke. Ich probier's mal gleich. So. Das ist das Kürbisgemüse. Und jetzt auf das Kürbisgemüse kommt der Fisch. Und auf den Fisch, Achtung, kommen die karamellisierten Pistazien mit der Butter. Boah, ist das geil. Das sind Blitzrezepte. Hier, Blitzrezepte. Feierabend-Blitzrezepte Express. Freunde der gepflegten Kochkunst. Guten Appetit, wir sehen uns. Hab mich gefreut.